Guten Abend, ne? Und herzlich willkommen zu einem neuen, Isankenlens-Team, zusammen mit Arcaya, der noch am Join ist. Hallo, Muffin Man. Okay, dauert ja auch nicht lange, das Join. Ja, beim letzten Mal haben wir in das Spiel reingestartet. Ich habe heute, wo ich das hier streame, auch tatsächlich direkt schon den ersten Part hochgeladen zu Sankenland. Es gab ein Update übrigens seit dem letzten Mal. Man kann jetzt seine Waffe hier durchgehend nutzen. Also man muss jetzt nicht dauernd drücken, man kann jetzt gedrückt halten. Sie haben das Angeln verbessert, was Arkaya unbedingt ausprobieren wollte, hat er mir gesagt. Am Arsch, das werde ich nicht ausprobieren. Das Angeln kannst du machen. Und Respawn soll irgendwie aufgebessert worden sein. Das Zeug jetzt ein bisschen besser respawnt. Hier liegt ein Steinball einfach im Wasser. Hast du eine Steinaxt letztes Mal ins Wasser geworfen? Keine Ahnung. Nichts, was ich wüsste. Und ich merke, ich bin einfach hungern. Also nehme ich mir einfach mal den gebratenen Fisch vom Grill und esse ihn erstmal nicht. Nein! Ich habe da noch einen. Nicht den Fisch. Ich warte gerade darauf, dass mein Kollege spawnt. 2 Stunden später. Oh, ja, moin. Hier ist einfach ein Holzhaus, was hier vorher noch nicht war. Das weiß ich. Wo, zeig. Ich habe da direkt eine Hose bekommen. Ja. Wo? Wo bist du? Ich bin da, wo ich jetzt halt Holz abgebaut hatte. Ach so, du meinst die schwimmende Der Insel Seite. da. Nö. Oder wie? Da, wo mein Bengalo ist, direkt. War das Haus bewohnt? Nein, weil es ein Unterwasserhaus war. Ach so, du meinst nicht die schwimmende Insel da vorne. Nein, ich meine hier direkt vorne am Strand, hier die Holzhütte unter Wasser. Hier. Ach so, die. Die habe ich nicht gesehen. Und ich habe hier direkt schon mal eine bessere Axt. Und ein volles Inventar. Wo hast du die Axt her? Gecraftet. Die grobe Axt. Wo zum Geier hast du dir das Seil her? Gecraftet. So. Wo Dann. wollen wir denn jetzt bauen? Ich hab schon was aufgestellt. Wie schön, dass ich nicht weiß, wo, weil Genau kommen da, wo nicht wir beim alle letzten vor. Mal waren. Nur diesmal habe ich den Steg am Anfang, vom Strand angefangen. Dass man instant draufkommt. Und ich wäre auch dafür, dass wir später den Reiniger auch direkt hier am Strand hinstellen. Dass man einfach nur so machen muss. Ja, hier, ich bin hier, gib das Wasser eben kurz so hoch. Wir haben ja auch gelernt, der Holzspeer an sich, der lohnt sich nicht, ne? Genauso der Bogen. Meinst du, das reicht jetzt erstmal so? Ich kann da noch 3 Platten hinzufügen, damit das abgeschlossen ist. Aber ich würde sagen, vom Platz her sollte das auf jeden Fall erstmal reichen. Warte. Auf der Seite mache ich auch noch eben kurz eine Holzleiter rein, damit man von der Seite auch hochkommt. Von dann, also hier von der Meerseite. So, egal was ist, wir kommen leicht hier rauf. So, dann als nächstes auf jeden Fall die Kiste. Das Schöne ist, ich habe jetzt mittlerweile die Option, Ingame einfach aufs zu speichern zu drücken. Ich weiß nicht, ob du das sehen kannst. Wenn ich hier einfach Nein. abspeichere. Okay. Ich habe jetzt die Möglichkeit, einfach manuell abzuspeichern.
Und ich wünschte, ich hätte mehr Holz. Wenn ich noch 4 Holz habe, dann könnte ich die erste in Kiste auf jeden Fall mal hinstellen. So, ich kann instant 2 Holztruben bauen. Und ich versuche die ganze Zeit hier Holz aufzutreiben. Aber dadurch, dass ja kein Holz mehr auf der Insel ist, versuche ich es hier gerade anderweitig unter Wasser zu kriegen. Auf jeden Fall, hier oben sind 2 Holzkisten. Wenn du möchtest, kannst du da dann Sachen reinlegen. Ich habe ein bisschen zu viel Metallschrott, glaube ich. Ich habe deinen Steinball übrigens irgendwann eingesammelt. Einfach mal behalten in der Hoffnung, dass es irgendwann so eine Art Verschrotter gibt. Im Übrigen, wenn du auf dem Weg zu den Apartments offenbar taust, da sind 3, 4 Erzvorkommen auf dem Weg. Darunter Kupfer. Zumindest sieht es aus wie Kupfer. Ja, es ist nur aktuell nicht so wichtig für uns. Ja, aber halt für die So, Zukunft. hier, jetzt nerv mich nicht mehr, dein Grill ist da. Ich habe nämlich über 70 Schrottmetall gehabt. Ich habe Instant-Rahmen gefunden. Will haben. Meins. Was willst du dafür? Ich biete. Ich biete 100 Bitcoins. Ich ertrinke gleich. Ich biete Sauerstoff. In welche Richtung ist die Insel? In der. Hast du noch Holz? Ja, ein bisschen. Wie viel bisschen? 9. Das reicht. Gib her. Was willst du bauen? Forschungstisch. Den ganzen anderen Müll dafür habe ich schon. Ich habe was Wichtiges gefunden. Ich weiß nicht, was du. Guck mal bei unseren Kisten. Holz. Oh Das. ja, geil. Die Kisten, die rocken. So, hier, der ist wichtig. Nerv mich jetzt nicht darüber, wie er hier steht. Er steht gut. Wir können ihn ja sonst so oder so noch später. So, erforsche ich erstmal das hier. Das hier kann ich erforschen. Das kann ich erforschen. Das kann ich erforschen. Spar dir die Rüstung erstmal. Lol, man kann sogar jetzt erforschen, dass man Komponenten herstellen kann. Ja, das wäre auf jeden Fall praktisch, da wir die eben am meisten am Suchen sind. Man kann jetzt einfach aus Metallschrott, Glas und Gummi wahrscheinlich, denn einfach hier sich Komponenten herstellen. Aber ich würde wirklich sagen, schenk dir erstmal die Rüstung. Die können wir auch später noch. Erstmal die wichtigsten Sachen. Guck mich an. Ritter Rost am Start wieder. Ich hatte so viel Schrott, da konnte ich mir das leisten. Aber wir haben jetzt keine Komponenten mehr und wir brauchen noch andere Sachen. Warte, man konnte doch auch. Könnte man nicht hier auch so das bauen? Oh, man kann hier auch Barrikaden und Rüstungsplatten und sowas bauen, sehe ich Es ist gerade. schön, dass wir kein Bett bauen können, ne? Wer hat das entschieden? Gib mir Holz und ich kann bauen. Welches Holz? Das, was wir nicht haben. Von welchem Holz redest du? Dem, was wir nicht haben. Es wäre wichtig gewesen, dass wir uns eventuell erstmal ein Bett gönnen, damit wir die Nacht skippen können. Weil die Nacht ist kacke.
Erstens, du siehst dadurch nichts und zweitens, du stirbst den langsamen Tod. Ich töte mich gerade einfach nur mit keinem Inventar, außer der Quickleiste hier. Das spielt eigentlich eh keine Rolle, aber ich töte mich gar nicht, weil Ich hab dann mehr Leben. du spawnst nur mit Hälfte Leben. Ist mehr, als ich jetzt gerade habe. Ist wirklich weit mehr, als ich jetzt gerade habe. Und der Spawnpunkt, wo ich rauskomme, sind die Apartments. Ohne Bett. Das Ding ist, durch die Kälte sehe ich so oder so nichts. Ja, und das Ding ist, hättest du auch nur ein bisschen gewartet, hätte ich ein Bett machen können. Also ich sehe einen Scheiß. Ich sehe auch basically nichts, aber genug, dass ich mich hier noch zurechtfinde. Weil ich das Gefühl habe, dass meine Leiste auch immer we weniger sichtbar wird, also mein Sichtfeld hier. Ich habe das Gefühl, es wird immer kleiner. Ich fühle mich, als würde ich durch einen Strohhalm gucken. Ja, also ich bin auch nicht gerade besser. Aber wir wissen ja, ein Okay. Bett reicht. Ja, Bett ist aber auf jeden Fall offenbar das wichtigste Inventartool. Beziehungsweise Base-Tool. Weil sonst kannst du die Nacht nicht skippen. Wir haben doch ein Bett. Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Ja, jetzt vielleicht. Ich komme. Damit ich endlich mal was sehe. Wo ist das Bett? Sehe keins. Du bist drüber gelaufen. Ich sehe einen Scheiß. Weißt du, wie viel ich gerade sehe? Einen Strich. Ich habe auch nicht wirklich was sehen können. Vor allem, ich habe, obwohl ich hier komplett am Erfrieren war, uns das Holz besorgt. Also auf rumzuquengeln. Ja, man sollte dran denken. Bett zuerst, damit man die Nacht skippen kann, weil die Nacht echt scheiße ist, wenn man keine Wärmequelle hat. Ich hoffe, es gibt später auch Kleidung, mit der man sich warm halten kann, dass das dann unwichtig wird. Na, Kleidung gibt dir generell so ein bisschen Schutz gegen Hitze und Kälte, glaube ich. Aber nicht so extrem. So, jetzt habe ich auch ein Ich hoffe, Metallschwert. später gibt es ja auch irgendwie nochmal so eine Art Taucherhelm mit Taschenlampe oder so. Wird es wahrscheinlich Damit. geben, weil ansonsten, wie sollst du da unten was sehen? Ich meine, wir wissen ja noch nicht mal, ob das, was wir hier bisher vom Meeresgrund sehen können, schon so das Tiefste ist, was wir gehen können, oder ob da später noch irgendwie so tiefe Abgründe und so sind. Ich denke nicht mal ansatzweise. Also ich glaube zumindest, dass im Endgame auch das, was wir hier bisher sehen können, bei weitem noch nicht alles sein wird. Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, da kommen durchaus auch noch Sachen damit in Zukunft, da müssen wir denn, keine Ahnung, mit wer weiß, wie viel Sauerstoff reingehen. So dass wir dann halt einen Taucherhelm und Sauerstoffflaschen und so eventuell brauchen. Weil es gibt ja 4 Slots für Taucherequipment zum Ausrüsten. Okay, Male Nummer 1. Ich habe wieder den dekorativen Goldteller. Ich muss gerade erstmal Luft tanken. Ich gucke jetzt, dass ich erstmal die Flossen habe, weil die sind wichtig. Ja, meine habe ich schon. Aber ich dir jetzt welche vorbeibringen, hätte ich jetzt nicht gemacht, weil du bist zu weit weg. Brauchst doch nicht. Hätte ich auch nicht gemacht, weil ich weiß, dass du dir die auch selber machen kannst. Hättest du jetzt was anderes behauptet, wäre ich auch böse geworden. Naja, andere Leute wären eher bei meiner Aussage jetzt eben böse geworden, von wegen kannst selber machen.
Wenn man mir nicht mal zutrauen würde, dass ich verschissene Flossen zusammengeschustert kriege, das würde mich ankotzen. Oh Junge, was ist denn hier alles drin? So, habe ich den Stoff für zwei Seile? Ja, habe ich. Mein Schiff wird, mein Boot wird nicht ausreichen. So, das Wichtigste zuerst, Schwimmflossen. Ich komme endlich voran. Was braucht man denn, um Komponenten herzustellen? Ach, zwei Glas, ein. Du brauchst drei Metall, zweimal Glas und einmal Gummi. Ist nichts, was wir aktuell wirklich machen können. Lass einmal schlafen legen vorher. Oder auch nicht, weil wir noch nicht können. Ja, du hast da so einen Cooldown. Voll Ich dämlich weiß, eigentlich. wenn der V ist. Guck mal. Haben einen Kühlschrank. Also können ihn herstellen. Dafür hatte ich. Ich hatte genügend Elektrodinger. Oder was ist der denn? Ob die Metalltruhe an sich auch mehr Platz hat als die Nein, Holztruhe, die weißt haben. du das? Die hatten zwar nicht mehr Platz, aber sie hatten höhere Haltbarkeit. Du kannst es ja hier testen. Hier ist eine Metalltruhe direkt. Aber ich sagte, die hat denselben Lagerplatz. Der einzige Unterschied ist, die Metalltruhe, die hält ein bisschen mehr aus. So, meinst du, das reicht jetzt erstmal an Lagerplatz für Metallschrott? Sag ich dir, wenn mein Metall alles drin ist. Wie kannst du so schnell reindrücken? Ich hatte den Fingerfinger des Todes. Ich spam da auch wie des Todes, aber da das geht nicht. Ich hab den Triggerfinger des Todes. Ganz einfach. Wir könnten die Wandfalle auch noch erforschen. Warte mal. Der Stoff reicht für ein Seil. Die Komponenten und den Schrott habe ich, glaube ich, noch mitgebracht. Nee, eine Komponente fehlt aus, aber die liegt noch eine Komponente drin. Sollte. Ich fände es nämlich wichtig, dass wir eine Armbrust haben. Weil die können ja jederzeit auftauchen. Wer weiß? So, Armbrust wurde erforscht. Habe ich das nochmal für zwei Seile? Ja, zwei Seile. Der eine Schrank ist wieder Vielleicht leer. greifen die uns auch erst da nach einer bestimmten Anzahl an Tagen an und oder wenn wir eine der Gruppen als erstes angegriffen haben. So Weil oder eigentlich so. sind wir hier die Bösen. Ey, so oder so, hier ist deine Armbrust. Ja, schmeißen wir in der Kiste. Oder never mind, Standbild ist weg. Ich habe nämlich gerade meine Grafik wieder ein bisschen höher gestellt. So, ich habe mir mal drei Pakete Pfeile gemacht. Soll ich dir auch welche herstellen oder machst du das selbst? Wow, ich kann das Metall schnell rausnehmen, aber langsam reinschmeißen. Wollt ihr mich verarschen? Ich kann beides. Das Holz, das will ich Das jetzt Game gerade. ist für den Arsch. Warte mal. Einfach nur, damit wir es schon mal haben. Ah, da fehlen noch zwei Holz für. Ich hätte jetzt sonst ein Holzregal gemacht. Zwei Holz habe ich gerade so dabei. Ja, dass wir zumindest schon mal ein Holzregal haben, dass wir das direkt daneben stellen. Da würde ich auch zumindest drei von bauen. Warte mal, die baue ich auf der anderen Seite. Dann sind sie auch direkt beim Grill. Ich habe auch erstmal direkt drei Stacks Pfeile hergestellt. Ja, 30 Pfeile reichen. Wir könnten mit der Armbrust allein schon das Ding da hinten raiden. Da wäre doch jede Menge Holz für uns. Dann lass doch mal über ihn gehen. Warte, ich bin schon dabei, ich ziehe in die Leiste. Aber vorher. Aber ich weiß, was sie auch geändert haben. Wenn du keinen Metallschrott mehr hast, steht da jetzt nicht mehr Nein, nein, Schrott oder so, sondern erforderlich Doppelpunkt Metallschrott steht da jetzt. Ich lege Willst du dir noch mal eine. ein paar Pfeile haben? Ich lege dir gerade eine Kräutermedizin und ein Verband in deine Kiste.
Headshot! Ich glaube, der ist tot. Nee, da oben steht noch einer. Kannst du mal den hier vor mir wegkicken oder ich stech ihn hier einfach in die Klöten? Okay. Ich habe ihn wirklich in die Klöten gestochen. Ich glaube, das war der. Man kann jetzt mit E drücken, alles schnell nehmen. Ich muss mal kurz weg. Ich würde sonst sterben. Ja, bei mir kam das ein bisschen zu spät. Bist du tot? Ja, aber ich nehme zufällige Wiederbelebung, ist näher dran. Wow, die haben mich auf dem Boot auch noch mal kurz weggehauen, ey. Zufällige Wiederbelebung ist nicht näher dran. Doch, ein kleines Stück. Ist zumindest näher an den Booten. Dir ist schon klar, dass zufällige Wiederbelebung überall auf der Karte sein kann, oder? Nein, also ich bin jetzt gerade relativ nah gespawnt. Ja, aber du kannst überall auf der Karte spawnen mit der zufälligen Wiederbelebung, das meinte ich. Soll ich dich eben kurz einsammeln? Ja, ich habe quasi keine Ausdauer, ich brauche ein bisschen. Wobei ich jetzt eigentlich auch fast schon da bin. Eben kurz mein Inventar eingesammelt. Aber die haben mich einfach, als ich mich heilen wollte, vom Boot weggeklatscht, ey. Finde ich echt nicht nett. Aber ich finde es gut, dass man mit E dritten jetzt alles automatisch nehmen kann. Da war noch ein Schütze übrigens. Ich weiß, der hat mich ja weggesniped. Hä? Mein Schiff hat sich schon wieder gedreht. Das war jetzt mit 180 Grad gedreht, oder was? Ja, dass der einmal eine Fassrolle macht. Ich stech dir mal wieder in die Klöten. Schieß mir bitte nicht in den Rücken. Solange du mir nicht in meine Schussbahn läufst. Etwas weiter hinten habe ich noch einen gesehen. Okay, jetzt glaube ich wirklich, dass das alle waren. Aber man kann halt wirklich einfach mit E drücken jetzt einfach schnell alles nehmen, was die dabei haben. Das finde ich gut. Plündern! Warte, oben liegen auch noch Leichen. Du kannst den Stoff doch nicht einfach liegen lassen. Naja, ich nehme das Holz mit, das ist wichtiger als Stoff. Au! Du bist mir durch meine Axt gelaufen, selber schuld. Oh, ich habe was gefunden, das der Frau gehört. Oh nein, du hast ein Höschen gefunden. Ich habe einen Rock gefunden. Und für dich endlich was zum Anziehen. Hinter dir. Oh ja, Junge, das hat sogar drei Rüstungen einfach. Ach, was ich auch gelesen habe, dass man Kohl jetzt endlich kochen kann. Beziehungsweise anbauen kann. Weißt du was? Hast du da auch einmal übel viel Metallschrott, zwei Mobiltelefone und Kohl, Fleisch und Kartoffeln bekommen? Drei aus Kohl, zwei Fleisch, 23 Metall, zwei Mobiltelefone, ja. Haben wir die jetzt? Wir haben das gerade dupliziert. Ach, einfach gemeinsam eine Kiste looten, dann duplizieren wir das, okay. Ich hab das nämlich auch alles jetzt. Ey, mehr zum Verkaufen. Ja, und mehr Metall haben wir ja noch nicht genug. Ja, können ein paar Metallkisten damit machen. Oder wir bauen noch mal ein paar Metallfundamente. Warte, ich habe die Materialien dafür. Jetzt will ich mal was ausprobieren. Bauen. Willst du probieren, ob du da drauf bauen kannst? Man kann hier bauen, aber... Guck mal. Du hast das Ding markiert und das gehört jetzt uns, ne? Ja, das gehört jetzt den Zankenländers. Das
Ist jetzt unsere. Aber die kostet nur ein bisschen Stoff und Holz, die Flagge. Ein Stoff, 5 Holz. Kann man generell hier drauf bauen? Nee, aber du kannst sie drauf nicht bauen, dir bringt das nicht viel. Ich hab Kartoffel-Senpai. Ja, Kartoffel-Senpai. Ich hab den bei Raft sogar aufs Thumbnail gepackt. Kartoffel-Senpai! So, ich hab gehört, wir raiden schon die nächsten. Wovon träumst du nachts? Weil ich muss sagen, Raiden lohnt sich bisher am meisten. Ja, aber das waren halt jetzt auch nur die Billo-Mutanten, ne? Ja, und? Also wir könnten versuchen, die andere Insel einzunehmen. Wieso liegt hier einfach dreimal Krabbenfleisch mitten im Meer? Ach so, das ist von meinem Raft, das hatte ich vergessen aufzusammeln. Wie kannst du nur? Ja, essen. Wie kannst du dein Boot umfärben? Hier. Das Blaue ist meins. Ich habe meins extra auf Gelb gemacht, damit du dich nicht mehr beschweren kannst. Meins war aber eben dunkelblau. Und wie du weißt, ist dunkelblau meins. Dann lass mal die nächste Mutanteninsel suchen. Ja, die Mutanteninsel da hinten meine ich. Die in der Richtung. Die mit dem kleinen Berg? Ja. Ich weiß, dass das eine Mutanteninsel war. Und folglich sollten wir die eigentlich down bekommen. Ich weiß aber, dass wenn das die Insel ist, wo ich denke, dass es die ist, dass da auch einer mit Revolver ist. Sollten wir trotzdem down bekommen mit unserer Ausrüstung. Dann könnten wir auch umziehen, weil das ist eine wesentlich besser gelegene Insel, auch vom Standort her. Bezirk 43. Das hatte ich beim letzten Mal ja gelootet gehabt. Wir können ja hier nochmal kurz tauchen und gucken, ob es Komponenten gibt. Die es hier definitiv gibt, weil das Gebiet ist groß. Ich guck mir mal eben kurz das Floß hier daneben an. Nee, lass erstmal ignorieren, das Teil ist. Jetzt, wo ich nochmal das wieder sehe, das ist ein bisschen sehr groß aktuell, als dass wir das plündern können. Lass mal gucken, wie viel Platz wir auf dem Rückweg denn noch übrig haben. Ich will nur wissen, was für eine Fraktion das ist. Gar keine, das ist ein Handelsposten. Oh, dann wissen wir ja jetzt endlich, wo wir unser Zeug loswerden. Also fahre ich nochmal zurück und hol mal eben kurz den ganzen Scheiß. Ja, und ich beobachte nochmal hier, was so. Ich habe hier rechts auf jeden Fall einen Haufen zum Looten gesehen. Wir können hier einen Tauchscooter kaufen einfach. Mein Gott, warum will das Ding sich nicht drehen? Wir können uns hier einfach eine Steinschlosspistole kaufen. Und das Wichtigste ist, wir können hier einfach Holz kaufen. Wäre ein Problem ja gelöst. Neues Gebiet entdeckt die Villa? Hä, was? Unter mir war wohl eine Villa. Aber hier gibt's auch nochmal Stuff zum Looten auf dem Floß vom Händler. Also es hat sich doch gelohnt, dahin zu fahren. Ach, guck mal, wenn man von der Seite guckt, dann liest man da auch irgendwas mit Händler. Nö, da steht Motel. Aber guck mal, nicht jeder will unseren Arsch. Ausnahmsweise. Was aber nicht heißt, dass ich nicht den Arsch des Händlers haben will, damit er uns gratis Sachen gibt. Ich meine, ich kann den Metallschrott, den ich hier plündere, einfach dem Händler wieder verkaufen. Ich glaube, die Bäume kannst du auch abbauen. Du kannst hier alles abreißen, so was du so normal auch abreißen könntest. Bauplan, Farbe, Fußboden, Platte, verstärkte Konstrukturen, Kaliber 50 Munition.
Also das Holzzeug, was du hier und all den anderen Zeug, den du normal looten kannst, den kannst du ja auch looten und abbauen. Also es ist eine schwimmende Schatzkiste einfach hier. Taktisches Visier, Kampfmesser. Ja, also ich weiß nicht, woran ich da Interesse hätte, ehrlich gesagt, gerade. Der hat hier sogar eine Müll. Der Händler hat sogar einfach eine Mülltonne hier. Ich könnte die Steinschlosspistole kaufen, ne? Nur haben wir keine Muni dafür, du Genie. Ich sag nur, dass ich es kaufen könnte. Du kannst mit dem Zeug denen auch das Glas beispielsweise abkaufen. Also du musst denen nicht hier Holzplanken geben. Die, ne? Aber ich sehe den Wert halt von den Dingern halt nicht, ist das Problem. Ja, das hat keinen Wert. Entweder will der Händler halt handeln oder er will es nicht. Das ist, wie das funktioniert hier. Nee, doch, die haben einen Wert. Was jetzt? Also die Silbermünzen, ja. Also die Silbermünzen hatten einen Wert von 10, damit kann ich ein Glas kaufen. Das hochwertige Parfüm hat einen Wert von 20, damit kann ich drei kaufen. Ich denke, dass das Glas einen Wert von 6 hat. Möglich. Ich packe jetzt die Silbermünze hinzu. Wenn ich richtig liege, sollte ich jetzt 5 kaufen können. Ich könnte sogar 6 kaufen. Dann haben die. Warte, dann geht die Rechnung irgendwie nicht auf. Vielleicht. Ich habe jetzt einen Wert von 30. Wie viel war es nochmal beim Parfüm? 3 für das Parfüm, was 20 Wert hat. 6 bei Parfüm plus Silbermünze, was einen Wert von 30 hat. Hä? Soll ich einfach mal den Bauplan für die Munition schon mal holen? Kannst du machen, auch wenn ich nicht wüsste, was wir dafür, wofür wir das bräuchten sollten. Wobei ich glaube, dass die verstärkten Strukturen eventuell schlauer wären. Ja, dafür, ich guck gerade. Ja, die will dafür Aber einen. ich hab. Hab ich. Okay, Was die jetzt? Konstrukturen habe ich jetzt mal gekauft. Die Strukturen? Ja. Okay, die Kaliber 50 Munition ist teuer. Ja, Zwei ist sie. Mobiltelefone und eine Silbermünze. Dann kann man auch die in den Bauplan für die Munition schon mal holen. Das ist halt absolut komisch, dass man hier halt keinen festgelegten Wert an sich jetzt für Items hat. Hoffentlich ändert sich da später noch was. Also ich kaufe den Bauplan mal. Weil die Munition dafür schon, dann schon mal zu haben. Der Tauchscooter ist auf jeden Fall vom Wert her höher als 150. Warum piekst du mich? Ich hab dich nicht gepiekst. Warum haust du mich? Ich Mama, hab die. nicht mal in deine Richtung geguckt. Ich habe gerade Schaden bekommen. Ja, aber ich hab, wie gesagt, nicht mal in deine Richtung geguckt. Wenn ich hier aber in der. Obwohl, nee, die macht wahrscheinlich auch einen Wert von 10 pro Ding. Soll ich vom Rest einfach Glas kaufen? Die Frage ist, wofür brauchen wir aktuell Glas? Ich würde Ja, sagen, um Holz ist Komponenten herzustellen. Dafür brauchst du Glas, Gummi und Metallschrott.
Und Glas Dann brauchst du nimm dafür halt nicht gerade mit, ein wenn du wenig. meinst. Dann nimm halt mit, wenn du meinst. Ich kaufe ansonsten noch so viel Holz von der wie irgend möglich. Kann ich noch irgendwas dazu packen? Nee. So. Guck mich an, wie ich aussehe. Ich habe einen Schal. Hast du das Kampfmesser gegen mich genutzt? Nö. Ich weiß von nix. So, Bauplan untersucht und Bauplan untersucht. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch mal kurz was machen. Und da wirst du mir durchaus auch zustimmen, dass das Sinn ergibt. Das beurteile ich im Nachhinein. Diese Insel ist jetzt nicht mehr neutral, sondern unsere. Na gut, das ergibt Sinn. So, das Glas hole ich hier raus Können und wir das eigentlich damit auch Gold. den Händler claimen? Ich meine, das ist auch neutrales Gebiet. Probier's aus. Nee, da fahre ich jetzt bestimmt nicht nochmal hin. Aber wir haben jetzt endlich mal auch gut was an Holz. Wie viele Komponenten hast du jetzt? 8. Eine hatte ich Denn im Inventar, ich habe 7 herstellen können. jetzt einmal schlafen. Ich musste aber dafür auch ein bisschen Gummi gerade opfern. Also sofern du jetzt nicht zwei Gummi hast. Wie viel Gummi hast du da bitte weggeworfen für? Ich musste Komponenten herstellen. Man verbraucht ein Gummi pro Komponente. Wie Ich weiß, gesagt. wo ich das. Ich weiß, wo ich das Gummi jetzt noch mal kurz herbekomme. Okay, also das Fleisch gebraten bringt mehr als die Krabbe. Also das ganz normale Fleisch. Aber da meine Maus war mal wieder so richtig geil unterwegs und hat einfach kurz Doppelklick mit Rechtsklick gemacht. Deswegen habe ich beide weginhaliert. So, Leute, Upgrade zu Stufe 2. Der verbesserte Grill, den erforsche ich instant. Ach du Kacke, was gibt's denn da alles? Lustig, guck mal, da rechts ist Munition. Ja. Okay, Schwarzpulver erforschen zuerst. Das Schwefel weiß ich sogar, wo wir es finden würden. Und dann können wir aus Schwarzpulver und Metallschrott Munition herstellen und diese Perkussionspistole, ich hoffe, ich spreche es einfach richtig aus, die sollten wir dann herstellen können. Oder wir nehmen die Dreifachlaufpistole. Warte. Ich glaube, das wäre dann so eine Art Shotgun. Hast du einen Molotow-Cocktail erforscht? Nö. Guck mal auf die ganz oben in der obersten Leiste. Wie, wo, was? Guck mal in die oberste Leiste ganz oben. Wo jetzt? Wenn du Sachen herstellen willst, übers Lol. Inventar. Ja, keine Ahnung, ich habe da nichts erforscht. Ich hatte das nicht mal dabei. Du kannst da jetzt einen Molotow-Cocktail herstellen mit einmal Alkohol und Stoff. Okay, die Marlin-Fischhaut ist in der Tat, wie ich gedacht habe, für bessere Rucksäcke. Wo siehst Weil du die? der nächstbessere Rucksack, den wir herstellen können, da brauchen wir nämlich einmal Marlin-Haut, einmal Haifischhaut, zweimal Gummi und viermal Stoff zum Viel Erforschen. Spaß mit dem Hai. Ja, ich weiß. Den kriegen wir so jetzt noch nicht. So, das damit Und wir. zum Beispiel auch für die Kampfrüstung braucht man das ebenfalls, die Marlin-Fischhaut. Aber wir sollten den Ofen auch mal erforschen, vorausgesetzt, wir können das. Du solltest doch noch Gummi haben, oder?
Weil der Ofen ist nämlich für die Eisenbarren, was wir für alles andere brauchen, fast komplett. Ich habe noch 4 Gummi. Ich habe den verbesserten Grill jetzt erstmal erforscht. Dann haben wir nicht genug. Wir brauchen denn noch einen mehr. Gummi findest du bei den Apartments haufenweise. Da findest du auch den Schwefel, den wir abbauen können. Dafür habe ich jetzt mal die Spitzhacke schon mal gemacht. Wenn wir eben kurz schlafen gehen, dann können wir... Ach, ist es noch nicht Schlafenszeit, hat sich damit erledigt. Aber ich muss sagen, das Messer ist definitiv nicht zum Kampf geeignet, aber ist ganz lustig, um unter Wasser die Sachen abzubauen. Wenn ich mich beeile, kann ich den Schwefel noch sehen, wenn ich tauchen gehe. Du hast doch aber keine Spitzhacke. Doch, ich habe eine Spitzhacke. Die kostet nicht viel. Wow. Dafür haust du einfach Ressourcen raus. 6 Holz, 6 Metall. Weißt du, wie schnell wir das wieder haben? Jetzt das Metall ja, das Holz eher nicht so. Wir haben einen Händler. Der scheiße teuer ist. Der will nämlich 5-mal mit Metallschrott für ein Holz. Ich finde, es sollte wenigstens hier so ein 4-1 Trade sein, so ein auf Siedler angelegt. So. Ab Schwefel. Ja, den können wir ja, sobald wir denn, glaube ich, auch den Eisen herstellen können. Die Muni können wir so schon herstellen. Die scheint auch nicht allzu teuer zu werden, aber. Ja, genau, deswegen habe ich mir das jetzt eben kurz geholt, weil Schwefel findest du direkt in der Mitte von den Apartments und offenbar brauchst du ja dafür nichts weiter. Nee, aber ich glaube, wir brauchen dann durchaus einige. Ich finde es auch lustig, dass das bei dem Schwarzpulver steht. Nur Translation found for. Denn ja, die 2 Gänsefüße für In-Item Description. Oh, Schwarzpulver erforscht. Dann einmal Schwarzpulver herstellen. Dafür muss ich nur einmal eben kurz die Kohle aus dem Inventar nehmen. Oh. Wir müssten mal eben kurz irgendwas braten. Damit ich nochmal Holzkohle bekomme. Ich hab einmal Kohle. Dann lass rüberwachsen. Ich hab immer irgendwas. So, Schwarzpulver hergestellt. Ich nehme eben kurz ein Metall, dann haben wir die Munition instant. Aber ich find's gut, dass wir hier anscheinend auch später zu Alkoholikern werden können. Ich hab gern Alkoholprobleme. Kleine Atemluftflasche, Rucksack. Tresor, der muss doch unglaublich viel Platz haben. Jein, also ich glaube, der hat mehr, aber nicht sehr viel mehr. Wir können jetzt auch Leuchtfackeln herstellen. Die brauchen auch nur Schwefel. Ja, aber scheiß drauf, die brauchen wir nicht. Ich weiß nicht wofür. Einmal Schwarzpulver, 2-mal Metallschrott ergibt 1-mal Schwarzpulvermunition. Jetzt müssten wir nur noch die Knarre dazu erforschen. Und die können wir auch, glaube ich, tatsächlich erforschen. Die eine, die mit Gummi eher nicht so. Irgendwo sollte noch Klebeband sein, da. Dann haben wir noch was erreicht. Ich nehme mir einfach direkt mal ein bisschen mehr Holz. Ich denke mal, eine bessere Schusswaffe stimmt mir zu, sind wir beide für. Ja, also Nahkampf habe ich später nicht mehr so vor zu kämpfen mit. Um Gottes Willen, guck mal, wie teuer die ist. Wahrscheinlich ziemlich teuer. 10 Holz, 10 Metall, 6 Komponenten, 3-mal Klebeband. Geht doch eigentlich noch. Naja, den Klebeband kriegst du nicht überall. Ja, Klebeband ist ein bisschen problematisch, aber wenn man bedenkt, wie viel mehr Schaden die macht als die Armbrust. Abgesehen davon, dass die Muni dafür auch ein bisschen teuer ist, ist das eigentlich durchaus gerechtfertigt, der Preis. Aber wenigstens scheint hier zumindest die erste Munition jetzt universell zu sein für sämtliche Waffen der Kategorien. Mal im zweiten Schrank denn gestellt. Also den Schwefel, den kannst du echt easy abbauen. Ich könnte auch noch die Dreifachlochpistole mal kurz erforschen. Nee, lass erstmal. Die kostet. Ich find's aber auch mal lustig, dass unser Schrott mittlerweile komplett leer ist. Also ja, fast komplett.
Also wie gesagt, die kostet nichts. Egal, brauchen wir jetzt gerade noch nicht. Kann ich ein Netz herstellen? Also haben wir noch einmal Stoff, dann können wir auch noch das Fischernetz erforschen. Das würde ich nämlich auch gerne irgendwann aufbauen, dass wir einfach so ein Fischfangnetz haben. So, die Komponenten packe ich hier mal rein. Was braucht man eigentlich so in der Theorie für die Leuchtfackeln? Schwefel. Ja, neben. Ja, die Anzahl interessiert mich. Zwei Schwefel, zwei Komponenten. Nee, das lohnt nicht. Ich meine, später vielleicht, weil das kann man schon echt nutzen, um die Tiefen da zu erhellen, aber. Ich glaube, dafür sind sie auch gedacht. Dass du unter Wasser so ein paar Leuchtfackeln wirfst, dass du da unten ein bisschen Licht hast. Aber ich finde es schade, dass das Rucksacksystem hier nicht so ist, dass du quasi einfach Warte. den schlechteren Rucksack upgradest. Mich interessiert eine Sache mit den Leuchtfackeln. Geben die Wärme? Theoretisch müssten sie das, weil die brennen halt mit ein paar tausend Grad. Ja, ich teste das jetzt einfach mal, ob die noch Wärme geben und dann machen wir für heute Schluss. Ich guck gerade extra, dass mir kalt wird, aber es wird gerade Tag, also kann ich nichts testen. Na gut, dann hat sich das erledigt. Ich speichere dann jetzt das Spiel, mach die Ja, Welt aber dann was sagt jetzt. eigentlich zu meinem Aussehen, außer dass ich noch keine Schuhe und Handschuhe habe? Ey! Ich meine, bin ich mehr oder weniger in einer Farbe gekleidet. Außer die Hose. Wobei die Hose zu meiner Rüstung passt. Guck mal, wie gut das da einfach unter Wasser beleuchtet, ey. Ja, ich glaube, die sind echt dafür gedacht, dass du unter Wasser auch gut was sehen kannst. Ja, ist Ich halt hoffe mal, dass es im Militärrüstung. Nachhinein. Ich hoffe, dass es halt im Nachhinein so eine Art Taucherhelm mit Taschenlampe gibt. Weil es gibt ja auch Batterien und es gibt auch so einen Tauchscooter und so. Der Tauchscooter ist wahrscheinlich einfach nur eine bessere Art von den Schwimmflossen. Du solltest dir übrigens auch eine Spitzhacke lachen, weil wir sollten echt alles an Erz mitnehmen, was wir finden. Weil wir brauchen das auch, um auf die nächste Stufe zu kommen. Erstens, ich weiß nicht, wie die Dinger aussehen. Zweitens, haben wir, glaube ich, dafür nicht mehr genug Schrott. Also, du erkennst die sehr leicht raus. Das sind dicke, fette Felsen, die in einer schönen Farbe glitzern. Beziehungsweise so schöne Streifen haben. Am besten erkennst du den Schwefel raus, weil das ist wirklich so ein gelber Felsen, den du unter Wasser findest. So, jetzt aber wirklich. Ich mache jetzt Speichern und Beenden. Und dann machen wir jetzt hier für heute Schluss. Man kann jetzt mittlerweile auch manuell abspeichern. Habe ich ja doch noch ein bisschen was, das ich später auch auf YouTube zeigen kann. Also YouTube hat das nicht gesehen. Wir haben erstmal eine anderthalb Stunde, 2 Stunden mit dem Spiel kämpfen müssen, weil durch das Update durften wir einmal komplett nochmal von vorne starten. Deswegen sah die Base auch am Ende ein bisschen anders aus. Ein bisschen sehr anders. Aber ich finde, sie ist jetzt sogar tatsächlich besser gebaut als vorher. Weil wir auch alles und an Holz dort reingebaut haben, was wir je gehabt hatten am Anfang. Wir hatten ja nicht mal ein Bett deswegen. Ja. Also ja, wenn es euch gefallen hat, Leute, Abo und ein Like auf YouTube später da lassen. Wie gesagt, das wird sehr kurz sein, weil ich da 2 Stunden zum Rausschneiden allein schon von Anfang an habe. Ich kann da, glaube ich, einfach dieses SpongeBob-Meme 2 Stunden später direkt dranfügen, nach der Begrüßung. Also ja. YouTube wünsche ich hier noch einen schönen Tag. Euch. Ciao.